Ein gepflegter Mann vom Scheitel bis zur Sohle ist Vadim Gabusso, was ihn für viele verdächtig machte. Obendrein tanzt er mit Alfons Haider. Er aber ist der Langzeitfreund der hübschen Katrin Menzinger. Mit ihr wohnt er auch zusammen. Besuch für Vadim Gabusso und Katrin Menzinger. Das Dancing Stars Pärchen gewährt Sozialmarktchef Alexander Schiel exklusiven Zutritt zu ihrer gemeinsamen Wohnung. Er ist freilich nicht ohne Hintergedanken gekommen, sondern im Auftrag des Promi-Flohmarkts unterwegs. Den ganzen Tag ausgemistet. Wahnsinn. That's it. Wahnsinn. Also größtenteils von ihr. Nicht nur jede Menge, sondern auch nur das Beste möchten Katrin und Vadim für die Charity-Aktion hergeben. In ihrem Fall sind das die Kleidungsstücke, in denen sie ihre größten Erfolge feierten. Alexander, hier haben wir ein Turniertanzkostüm. Gold symbolisiert, dass wir eine goldene Medaille dafür bekommen haben und wollten. Damit haben wir die Staatsmeisterschaft gewonnen und waren Zehnte bei der WM in Moskau. Tanzen war auch der Grund, warum es Vadim vor 8 Jahren nach Österreich verschlug. Mittlerweile wurde er an der Seite von Alfons Haider in der Show Dancing Stars zu einem der bekanntesten Tänzer des Landes. Dem Promi-Flohmarkt stellt Vadim sein erstes rot-weiß-rotes Outfit zur Verfügung. Hier hat man zum Beispiel einen Trainingsanzug-Jacke. Hier sieht man Austria, die Namen, diese Buchstaben sind nicht perfekt mehr, aber das ist eigentlich meine erste Verbindung mit Österreich. Nicht ganz, denn seine allererste Verbindung zu Österreich heißt Katrin. Sie war die Partnerin, mit der er tanzen wollte, und so übersiedelte Vadim nach Österreich. Das erste Kennenlernen erfolgte in 2 bunten T-Shirts. Das war das T-Shirt, das ich anhatte bei dem ersten Treffen am Flughafen. Und das war das T-Shirt, was er anhatte. Sehr jugendlich. Wir können uns noch sehr gut daran erinnern. Sehr jugendlich, einfach. Aber ja, authentisch. Wir waren sehr jung. Wir waren 16 Jahre alt, du warst 15 Jahre alt. Natürlich können auch diese T-Shirts mit bewegter Vergangenheit am 3. September für den guten Zweck erworben werden. Und noch vieles, vieles mehr.